Hey Leute und willkommen zum zweiten DLC zu The Evil Within. Ja, wir spielen jetzt The Consequence, wo es weitergeht mit Julie Kidman. Ich freue mich sehr darauf, bin gespannt, was uns erwartet und wünsche euch viel Spaß. Jo, das können wir überschreiben. Ich hatte eine kurze Testaufnahme. Ja, das mit der Helligkeit müsste auch so passen. Die Archiveinträge, ja, die möchte ich übernehmen. Kapitel 3, Illusionen. Oh, Leute, ich freue mich so. Verfolgen Ihre Geheimnisse Sie? Wollen Sie sie loswerden, aber etwas hindert Sie daran? Kommen Sie zurück, Kit. Erledigen Sie Ihren Job. Nein, nicht! Bleiben Sie weg von mir! Hören Sie auf, wegzurennen. Ist es vorbei? Bin ich zurück? Agent Kidman. Kapitel 3, Illusionen. Und wir sind in einem Krankenhauszimmer, wie es aussieht. Ja, ja, ich mach gleich auf. Okay. Das Bild sieht nicht gerade positiv aus. Trägt wahrscheinlich nicht so zur Genesung bei. Nein, nein. Hier. Taschenlampe, okay. Sind wir wach? Hey, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung. Na, sieh mal einer an. Die Krankenschwester, Tatjana hieß sie, ne? Okay, können wir hier durch? Wow, ist das dunkel. Aber hier ist auf jeden Fall Musik. Hier können wir wahrscheinlich speichern. Das ist doch die High Heels-Tante. Was zur Hölle? Die Katze ist auch weg. Können wir hier doch nicht speichern? Oh, ist das gruselig mit diesen Laken hier. Oh. Die Gesellschaft geht zugrunde. Die Menschen leiden. Ohne jede Hoffnung. Genau wie sie. Bevor wir sie gerettet haben. Mobius kann das nun für alle Menschen tun. Der Stem ist eine Maschine, die das Unterbewusstsein der Menschen miteinander verbindet. Und wer auch immer im Zentrum ist, hat die Macht, sie zu beeinflussen. Es gibt kein besseres Instrument, um die Welt zu verändern, sie zu beherrschen. Die Gesellschaft braucht Hilfe. Und genau die bringt Mobius. Und mit ihr ein neues Zeitalter der Menschheit. Okay. Wer ist der Typ? Also anscheinend, so wie ich das verstanden habe, arbeitet Julia erstmal für ihn. Also sie ist... ja, wegen ihm in dieses STEM-Apparat reingegangen. Er wollte das ja. Also würde ich mal behaupten, sie arbeitet für ihn, aber wir wissen nicht, wer der Kerl ist. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Ja, manchmal. Komme ich hier durch? Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Ja, aber wenn Ruvik mit ihm geht, es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten.
Okay. Da kommen wir aber nicht rein. Und es hört sich so an, ja, als würde ich hier jedes Mal ein Stück mehr von der Wand abbrechen. Jetzt gehe ich nochmal in die Zellen. Oh, oh, da kommt ein Lichtschein raus. Das ist doch bestimmt unsere Freundin, hey, auf High Heels. Ich weiß, dass du da draußen bist. Was? Wie hier draußen? Ich bin doch hier drin. Und hier ist ein Tresor. Aha. Okay, ist hier irgendwo eine Kombination? Können wir die Schubladen öffnen? Nee. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Das war doch nie weit von den Tresoren weg, oder? Das war doch eigentlich immer direkt da. Ah, hier. 24, 8 und 1. 24, 8, 1. Ja, mal schauen, wie schnell ich das jetzt hinbekomme. 24, 8, 1. So. Weil ich glaube, der in der Mitte, der hat ja gerade 2 gedreht, ne? 24. Ja, der dreht die beiden. 24, 8. Ah, der dreht die. 24, 8, 1. Ja, dann kann ich doch jetzt einfach den. Juhu! Und wir finden das Brieffragment 1. Vielleicht haben wir diesmal Glück und finden tatsächlich alle. Oh Gott, muss ich jetzt hier durchgucken? Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Wer war das? Und woher weiß er von Ruvik? Trotz unserer Gönner wird es bei so vielen Kollateralschäden nur eine Frage der Zeit sein, bis die Leute unangenehme Fragen stellen. Das KCPD war schon hier. Eine Polizistin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie auch immer, mit der Polizei sollte ich besser nichts zu tun haben. Mobius meinte, man würde dafür sorgen, dass das KCPD uns in Ruhe lässt. Und dann ist da noch dieser Reporter von der Crimson Post. Ivan irgendwas. Er ist wirklich lästig. Er taugt eigentlich nicht mal zum Klatschreporter. Schreibt Geschichten über Kirchenopfer und solchen Unfug. Aber bei den verschwundenen Patienten lässt er nicht locker. Aber ich werde nicht zulassen, dass er Beacon zugrunde richtet. Ruben könnte vermutlich auch bei diesem Problem von Nutzen sein. Vielleicht hat der Reporter ja Interesse an einem Exklusivinterview. Ein Reporter namens Evan? Von dem haben wir aber noch nichts gehört, oder? Also weder im Hauptspiel noch im DLC davor. Zumindest sagt mir der Name gerade nichts. Leslie! Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Leslie. Hallo. Sonnenblumen. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Okay. So, hier ist nichts mehr. Oh, hier noch. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sebastian, er muss gerade woanders sein. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. War das auch seine Zelle? Ja, ne? Das war doch die von dem Sebastian, glaube ich. Die hier direkt an der Tür ist.
Okay, gut. Kommen wir... wir kommen hier jetzt durch. Sehr schön. Mobius. Irgendwas zieht mich dorthin zurück. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ach ja, was denn? Meinst du jetzt die Tür oder was? Die hätte ich auch noch alleine gefunden. Vielen Dank. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie, Sie glauben, er ist kompatibel? Ja, und laut Rubens Notizen müsste der Stem mit Leslie als Basis funktionieren. Führen Sie Tests durch. Finden Sie heraus, wie wir ihn zu dem leeren Blatt machen, das wir brauchen. Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Verdammt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Boah, wie gruselig mit den ganzen Fernsehern hier. Oh oh. Oh oh. Sagt mal, meine ich das nur oder ist das hier alles noch dunkler als im Hauptspiel und auch im ersten DLC? Das ist so mega dunkel, wenn man die Lampe aus hat. Kontrollpunkt. Okay. Es gab hier ein Stem-Terminal. Im untersten Geschoss. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Okay. Was war das denn? War ich das hier? Das war ich mit dem Stuhl. Oh. Da ist er leider umgekippt. Okay, wir sind also, klar, in der Beacon Heilanstalt, Nervenanstalt. Und hier unten war auch so ein Stem-Apparat. Aber eigentlich, rein theoretisch, ist sie doch in dem Gebäude, wo auch diese ganzen Pflanzen sind. Wisst ihr noch, im ersten DLC? Eigentlich liegt sie doch dort, oder? Ohne Strom komme ich nicht durch. Ich muss die Stromversorgung einschalten. Okay. Ich muss jetzt gerade noch mal eben schauen, also... so renne ich. Okay, noch mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Und so gehe ich in die Hocke. Alles klar. Hilfe! Was hat er gemacht? Hat er den hier getötet? Ach du Jemine. Stromversorgung. Mensch. Drin fast nicht sehen. Nein! Ach du Scheiße! Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Zielen und werfen, okay. Haben wir da unendlich viele von? Das will ich hoffen, ne? Okay, es geht auf jeden Fall irgendwo nach unten. Da hinten ist eine Tür. Oh oh. Da ist eine Leiter. Sehr gut. Ich werfe da schon mal einen unten hin. Oh. Da liegt einer.
Moment, wie konnte ich mich ducken? So. Komme ich da durch? Ach so, nee. Okay. Ich dachte, man könnte jetzt hier durchkrabbeln. Da höchstwahrscheinlich auch nicht. Oh, oh. Aber das ist der, den wir gerade runtergeschubst haben, ne? Der müsste ja dann eigentlich tot sein. Hoffe ich. Jo. So viel dazu. Boah, die Geräusche sind aber echt nicht cool. Komme ich da raus? Nee. Boah, ist das geil gemacht. Also das finde ich gerade richtig cool. Ach du Scheiße. Hier ist einer, ne? Hier ist irgendwo einer. Moment mal. Können wir einen Leuchtstab irgendwie nach draußen werfen? Kannst du dich mal bitte umdrehen? So. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Jawohl. Dann einfach mal raus hier. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn hier weiter? Ah, da hinten. Alles klar. Du siehst mich gar nicht. Und ich sehe dich lustigerweise gerade auch nicht. Ah, da. Ist das eine Frau? Schaut mal, das ist eine Frau. Die hat hohe Schuhe an. Und Brüste. Es muss eine Frau sein. Ah, Mist. Ich hätte hier einen Leuchtstab hinwerfen sollen. Ah, ärgerlich. Ah, sie ist weg. Sehr gut. Komm, hier durch. Wow! Shit. Boah, ist das dunkel. Holy shit. Oh oh. Oh oh. Die Alte klopft da vorne. Ah, okay. Da ist nichts mehr. Kontrollpunkt. Irgendwo muss man den Strom wieder einschalten können. Boah, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja mega dunkel hier. Okay. Einfach weiter. Und es sieht hier alles so gleich aus. Ist da... Da ist ein Loch. Oh, es geht sehr weit runter. Okay. Huch. Oh, und ich höre wieder einen. Alles klar. Ach, da können wir bestimmt jetzt den Strom anschalten. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist der? Ich höre doch Schritte. Was? Sind die unsichtbar? Ich hab gerade ein bisschen... Oh oh. Oh oh. Der Notstromgenerator wurde aktiviert. Wow. Okay, weg hier. Wow. Ich kann ja leider nicht so lange rennen. Ach du Scheiße, weg hier, ganz schnell. Oh, eine Axt. Nimm sie mit, nimm sie mit. Wo muss ich hin? Hier. Ach Gott. Wow! Einfach weiterrennen erstmal. Einfach weiterrennen. Oh, hier ist eine Leiter. Geh hoch, geh hoch. Puh. Hier müssen wir doch hin, oder?
Sind wir richtig? Hier ging doch vorhin alles aus, ne? Ach du Jemine, ey, ich glaub's ja nicht. Aber jetzt habe ich meine Taschenlampe nicht. Ach, da ist eine Wand. Kriege ich hier irgendwas raus aus dem Automaten? Nee, schade. Und der wacht doch jetzt 100 Pro auf. Nicht? Was ist das? Können wir nicht aufheben? Ich weiß nicht, was es ist. Ich renne. Hier, geh da rein. Halten, halten, Julie. Die Systeme wurden nicht sachgemäß heruntergefahren. Manuelle Wiederherstellung der Terminals erforderlich. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ich habe jetzt keine Zeit zu warten. Alter, wie cool war das denn jetzt? Heftig. So, ich kann doch hier speichern bei der Katze, oder? Sehr gut. Ach, wie cool. Also, das gefällt mir auf jeden Fall. So, wir speichern. Und ich würde sagen, das war's auch für die erste Folge jetzt vom DLC. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ach, wie süß. Ja, bis dahin. Tschüss.